So, meine lieben Freunde, es gibt wieder Neuigkeiten. Ich habe wieder einen Brief bekommen von der Polizei. Wie laut der Überschrift konntet ihr wieder lesen. Und ich wollte das mit euch teilen diesmal. Weil einige unter euch schreiben ja auch mal privat auf Instagram und sagen, du lügst. Du hast keine Briefe bekommen von der Polizei. Alles nur für die Klicks. Und heute zeige ich euch das. Hier ist wieder ein weiterer Brief. Ja? Ein weiterer Brief. Wir sind übrigens gerade hier auch an meinem Lieblingsort, Berlin-Alexanderplatz. Ja, wo Chaos und Tourismus regiert. Und ja, das ist der Brief von der Staatsanwaltschaft. Könnt ihr lesen. Ja, meine Adresse und alles drum und dran habe ich hier herausgeschnitten. Ja, die Adresse von der Polizei ist mir egal, kann man ruhig sehen. Juckt keinen Schwanz. Ja, und ja, ich kann es ja mal so machen fürs Thumbnail, damit ihr das seht. Ja, ich glaube, das reicht. Und ich lese euch das mal vor. Ich habe heute extra gezielt meine Adresse rausgeschnitten, wie gesagt, und noch ein paar andere Informationen. So, Ermittlungsverfahren gegen Majed Malkia. Strafanzeige vom 19.04. Überleg mal, wie lange das her ist. April schon. Ja, 19.04.2023. Ja, gerade sehr windig. Genau. Wir warten mal kurz, kommen jetzt Leute vorbei. Ich hasse es, wenn mir Leute zuschauen. Ja. Auf jeden Fall Ermittlungsverfahren gegen Majed Malkia, sehr geehrter Herr Six, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Klar heiße ich nicht so, aber trotzdem. Sehr geehrter Herr Six. Ja, die ganzen Mädels gerade, die geguckt haben, die kamen an mir vorbei und haben so geguckt. Bro, I hate this shit. Ja. So, sehr geehrter Herr Six. Auf obige Strafanzeige teile ich Ihnen mit, dass das Verfahren zurzeit nicht fortgesetzt werden kann. Aha. Da für den Beschuldigten kein Aufenthaltsort im Bundesgebiet bekannt ist. Ach, habt ihr auch schon gemerkt, dass er illegal hier ist? Die zur Ermittlung erfolgreichen Maßnahmen habe ich getroffen. Daher wird die Ermittlung eingestellt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, hier, Staatsanwaltschaft, schwarz auf weiß. Okay? Also, die Ermittlungen werden sozusagen eingestellt, weil der junge Mann nicht aufzufinden ist. Der hat weder einen Briefkasten noch einen Wohnort. Herzlich willkommen in der Justiz, herzlich willkommen in Berlin, herzlich willkommen in Deutschland, wo alles möglich ist. Schlaraffenland. Ja? Höre ich mich jetzt an wie Carsten Stahl? So ein bisschen Nazi schon, wa? Nee, jetzt aber ohne Scheiß. Der Typ hat keinen festen Wohnsitz. Und er ist einfach illegal hier. Oder er wohnt wahrscheinlich gar nicht hier. Ich glaube, der ist irgendwo nach Paris oder sonst wo wieder zurückgegangen. Die Polizisten haben zu mir gesagt, dass er aus Frankreich kommt, angeblich, laut seinen Papieren. Ja, ich weiß nicht mal, ob das Papiere waren. Ja, der hat einfach so einen Lappen gehabt, den er dem vorgezeigt hat. Ja, und das war es dann auch in dem Moment gewesen. Der hat dann nicht mal einen Pass gehabt, nicht mal einen gültigen Reisepass, nichts. Ja, man konnte nicht mal nachvollziehen, woher der Typ kommt. Der mich letztens sozusagen, im April war das, 23. April. Könnt ihr euch das vorstellen, dass, was hier abgeht eigentlich? Jetzt so ungefähr könnt ihr nachvollziehen, was hier so abgeht. Berlin, Alexanderplatz, irgendwelche Schuhe und richtig abgefuckte Baustelle. Ja. Tja, und jetzt seht ihr, woran wir in Deutschland sind. Leute, die illegal sind, Scheiße bauen und die Ermittlungsverfahren werden immer fallen gelassen. Und dann habe ich obendrauf auch noch eine Anzeige bekommen, die aber jetzt auch fallen gelassen worden ist. Ja, das Verfahren gegen mich wurde auch fallen gelassen. Klar, wenn der Typ sowieso nicht da ist. So. Und der Typ mich aber auch angegriffen hat. Sie das in den Kameras gesehen haben in der U-Bahn unten. Und dann realisiert haben plötzlich, ey, der hat ja gar nicht angefangen. Ah, jetzt merkt ihr auch, dass ich nicht der Schuldige war. Gut, wir brauchen uns nicht aufzuregen. Das Ganze hat sich jetzt auch erledigt. Aber das meine ich hier. Merkt ihr ein bisschen was? Genau das meine ich. Es kommen irgendwelche Leute her, die bauen Scheiße.
Die bauen einfach Scheiße und dann kriegt der Deutsche den Ärger sozusagen, der hier lebt. Also ich bin auch Deutscher mit dem Migrationshintergrund, ja. Und dann sollen wir uns nicht aufregen, wenn ein Carsten Stahl rumschreit, ja. Carsten Stahl ist für mich, in meiner Meinung nach, völlig im Recht, ja. Also manchmal denke ich, was ist hier bloß los? Ja, das kann doch nicht sein, Alter. So, das heißt, es kann jetzt ein Beliebiger kommen, seinen Pass wegwerfen, herkommen, Scheiße bauen, klauen, Geld machen auf den Nacken, Staatslast, zu Staatslast, ja, auf den Nacken vom Staat. Dann kriegt er noch Essen und Wohnung und dann baut er noch Scheiße. Und dann wird das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt. Geil, Bruder. Sehr, sehr geil. Das feiere ich so krass. Ich glaube, ich mache eine wie soll ich sagen? Ich denke, ich werde ein organisiertes Verbrechen eröffnen demnächst. Wirklich. Ja, ich hol mir einfach 50 Leute aus Tadschikistan, die Kriminellsten, die es gibt, Schwerkriminelle, hol sie nach Deutschland und wir machen richtig Tasta. Hört sich gut an? Was sagt ihr? Das kann ja wohl nicht wahr sein, Bruder. Was ist das für eine Scheiße, Alter? So, der Typ, der mich angegriffen hat, ist auch davon gekommen. Ja, der ist wahrscheinlich immer noch hier. Der ist bestimmt nicht im Ausland. Der ist noch hier, 100%. So, der treibt sich hier herum, ist gefährlich. Er gefährdet die Allgemeinheit. Leute sind in Gefahr wegen solchen Leuten. Und was macht die Politik und die Justiz? Gar nichts macht sie. Sie zeigt mich zuerst an. Geil. Ich hätte ihn doch auch verletzen können, haben die gesagt. Seien Sie doch vorsichtig, doch nicht direkt mit dem Stick ins Gesicht, haben die gesagt. Ich hätte den in die U-Bahn reinwerfen sollen. Ganz einfach. Auf die Schienen hätte ich ihn reinwerfen sollen. Ja. Und dann in der BZ auftauchen sollen. Das hätte ich machen müssen. Ja. Nochmal, Schur, was geht hier ab, Alter? So, alles gut. Wir regen uns nicht auf. Besser gesagt, ich habe mich schon abgeregt. Das war's. Das waren jetzt die Informationen. Der Brief kam an. Ihr habt es gesehen. Die Staatsanwaltschaft hat ja auch Langeweile. Na? Und so läuft das hier. Ja? Wo ist das hier sogar? Tempelhof. Nee. Turmstraße, 91. Ja? Hier, Moabit. Und ja, Freunde. Und so läuft das hier. Leute, die aus außerhalb kommen, die Scheiße bauen, werden geschützt. Finde ich geil. Wir machen ein organisiertes Verbrechen. Wir holen 50 Leute rüber und machen Geld. Ja, genau so machen wir das. Ja, wenn ich plötzlich reich geworden bin, wisst ihr warum. Mit Kriminalität, weil es in Deutschland einfach ist. Ja, weil es einfach ist. Weil einfach ist. Genau das Ding ist es. Freunde, ich bin draußen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Das war zu viel für mich. Ja, der Brief heute nochmal, der dritte Brief sozusagen, schon, war wirklich viel zu viel für mich. Sag doch einfach, dass ihr keinen Bock habt, den zu suchen. Dann ist es doch okay. Gut, wo sollen sie auch suchen? Wenn der mal da ist. Ja? Der hat nicht mal einen festen Wohnsitz. Nichts. Er hatte gar nichts. So. Warum? Meine Frage ist, warum wird er nicht festgenommen? Gut, er kann nicht festgehalten werden, der hat nicht viel gemacht. Der hat mich jetzt nicht umgebracht. Okay. Warum, wenn ein Mensch wie er negativ auffällt und das nicht nur einmal, nochmal ganz kurz eine Frage zum Schluss, bevor ich aufhöre hier zu heulen. Warum wird er, wenn er negativ aufgefallen ist, mehrere Male, ja, spätestens nach dem dritten Mal, nicht einfach eingesackt in einen Flieger und nach Hause geschickt? Warum? Warum schiebt man ihn nicht ab? Warum? Warum lässt man ihn hier frei laufen? Warum nehmen die ihn fest, nehmen die Personalien auf, obwohl er keine hat, keinen Reisepass hat, nichts, er hatte gar nichts, außer so einen Lappen. Warum nehmen sie ihn auf, schreiben ihn auf, um ihm eine Anzeige dann zu schreiben? Warum? Und lassen ihn dann frei. Wenn die genau wissen, dass der Typ komplett illegal hier ist. Wieso macht man sowas? Das ist meine Frage. Wieso lässt man ihn hier frei auf die Menschen wieder los?
Das, warum macht man sowas? So. Wenn dein Hund Tollwut hat, fangen die das doch auch ein. Ich habe jetzt keinen besseren Vergleich. Der Typ war auch für mich ein Hund, ganz einfach. Das war kein Mensch mehr. Ja? Den habe ich nur als Hund gesehen. Ja? Warum lässt man ihn in die Freiheit an die Menschen wieder los? Hier, er könnte jetzt hier rumlaufen und den Typen einen rüberhauen oder ihn erstechen. Die Politik, an euch nochmal, meine Frage. Warum macht ihr sowas? Wieso lässt ihr das zu, dass solche Leute hier rumspazieren dürfen? Warum macht man sowas? Wieso? Habt ihr Spaß dran? Sollen die Leute abkacken? Davon hängen hier wirklich sehr, sehr viele herum. Allein am Alex sind hier mindestens 50 Leute, die hier so sind. Am Tag. Ja? Also, meine Frage ist, warum? Wieso macht man das? Wieso toleriert man sowas? Gut. Die Politik wird schon einen Grund haben. Ja? Krankenwagen. Jeden Tag irgendwas. Die Politik wird schon ihr Grund haben. Wie gesagt, lass sie machen. Aber wisst ihr, wer machtlos ist? Die Jungs hier, die Polizisten. Die hier, die sind machtlos. Die rumfahren, ihr Leben riskieren und jeden Tag aufs Neue enttäuscht sind, weil sie diese Leute freilassen müssen. Ja, Bro. Ich hätte eine Lösung, habe ich euch gesagt. Ticket kaufen, ab nach Hause. Gefällt ihr nicht? Tschüss. Alle einquartieren, da wo sie herkommen. Ja, also wer hierher kommt und Scheiße baut und das hier nicht schätzt, ab nach Hause. Meine Einstellung. Ja, hinsetzen in den Flieger oder in den Bus, wo auch immer sie herkommen. Ja, können sie ihre kriminellen Geschichten da ausleben, wenn sie Kriminelle sind. Ja, und hier bitte nicht auf die Leute loslassen. Sowas geht nicht. Das ist doch nicht The Purge hier, Alter. Also manchmal denke ich, und es kommt mir immer mehr so vor, als würde Berlin zu The Purge werden, The Gotham City so. Ja, heute Abend ab 0 Uhr dürft ihr jeden töten, jeden ausrauben, machen, was ihr wollt. Aber Montag ist wieder alles okay. Dann müsst ihr euch wieder benehmen. Und keinen Alkohol mehr trinken und kein Haschisch mehr rauchen. Was ist das für eine Scheiße, Bruder? Was ist denn das für ein Mist? Ja? Mann, ich bin draußen, Freunde. Ich habe nichts mehr zu sagen. Die Ermittlungen wurden fallen gelassen. Gegen ihn und gegen mich. Gott sei Dank, dass ich noch lebe. Bis zum nächsten Mal. Six All in the Mix. Ich bin draußen. Was ist bloß aus Deutschland passiert, Bruder? Das ist der Hammer, Bruder. Das ist nicht mehr cool. Ja? Die ganzen neuen Kinder, die jetzt kommen, der Nachwuchs, die neue Generation. Gute Nacht und viel Spaß. Viel Spaß in so einer Welt, vor allem. Grüße aus Berlin. Alexanderplatz.